großartige Musik. Es waren eigentlich schon so viele Große hier bei uns in Leipzig, das ist unglaublich. Wir haben auch gelesen, da sind immer so die Highlights angeschlagen vom Stadtfest. Heute auf dem Marktplatz, Stereo Act. Und ich muss sagen, mir sagt das nichts. Sven, kurze Frage. Besteht die Möglichkeit, dass wir eine Tonanlagenseite mal ausmachen, ganz kurz? Können Sie das mal eine ausmachen, vielleicht die? Ist aus. Drüben sind aber noch an. Gut. Mono Act! Wir starten durch, wir starten durch, oder? Mono-Act? Richtig, wir sind nicht die, die immer lachen, aber wir spielen immer hier, weil wir Mono-Act sind. Ja? Ist dann eine Seite ausfällt, schalten einmal rum. Auf jeden Fall möchten wir, du kannst wieder anmachen. Ich wollte bloß mal wegen unserer Zukunftsperspektive, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. 25 Jahre Feierabend dieses Jahr. Wir feiern mit einer großen Jubiläumsshow. Weil wir das immer machen, und zwar zu den großen Jubiläen, das ist ein großes Silberhochzeit, und wir feiern in der Arena Leipzig, und zwar am 2. November. Das könnt ihr euch gut merken, das haben wir extra so eingerichtet, das ist direkt zwischen dem 1. und dem 3. November, das kann man nicht verpassen. 2. November, Arena Leipzig, und wir sind nicht alleine auf der Bühne, weil wir uns ja immer was gönnen, wenn wir Geburtstag haben, und dieses Mal haben wir uns ein ganz exklusives Orchester zusammengestellt, das Firebirds Orchestra, und werden uns quasi da in großem Klangkörper präsentieren. Die Arrangements werden auch extra dafür geschrieben, und wir freuen uns schon sehr auf diesen wunderbaren Abend. Die Karten gibt es auch schon, also wenn ihr Lust habt, uns zu besuchen, mit uns unseren Geburtstag zu feiern, dann kümmert euch rechtzeitig. Es würde uns freuen, wenn ihr dabei seid. Sie ist dabei, das weiß ich ganz genau, sie ist dabei, sie hört mir nicht zu, aber sie ist dabei. Die Quatsch, oh mein Gott, das ging ja nicht. Ich rede mit dir, jetzt aber nicht mehr. Du bist dabei, oder? 2. November, Arena. Du auch dabei? Ja. Wir haben ja auch weit angereiste Gäste heute hier. Ist ja nicht, dass hier nur Leipzig feiert. Hier kommen Leute von sonst wo, Altenburg zum Beispiel. Ja? Und da kommt Stein nach oben. So, Freunde, wir wollen uns aber nicht verquatschen. Wir haben noch jede Menge Musik im Gepäck. Und es wäre ganz gut, wenn ihr uns jetzt nochmal eure Hände leihen würdet. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise in ein Jahr. Da waren wir offen gestanden, noch nicht gegründet, 1959. Aber da lief gute Musik. Und mit eurer Hilfe funktioniert es. Gebt uns mal die Hände nach oben. Das